Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier auf Zephor und erkunden noch immer die ganze Ortschaft hier nach Geheimnissen und so. Da müssen wir als nächstes hin. Das heißt, wir müssen hier erstmal durchrennen. Machen wir das doch mal, ne? Oh Gott. Okay. Habe ich jetzt eigentlich nicht so geplant. Okay. Finde ich aber gut. Ey, ich will einen Doppelsprung in der Luft machen, aber sollte ich mir vielleicht abgewöhnen, weil wenn ich dann X drücke, dann greift der Ding, ne? Und dann tue ich mich wieder abseilen, ja. Wenn ich X drück halt, ne? Deswegen sollte ich mir halt abgewöhnen. So. Müssen wir hier durch. Wuppala. Spätestens wenn wir da unten diesen, oh Gott, diesen Untergrund gehen müssen, da wird es wahrscheinlich wieder schwieriger zu navigieren, ne? Oder in diesen Tempel. So, alles klar, hier. Ich glaube, da oben ist das schon, ne? Oder war ich da schon? Ich glaube, da war ich schon, ne? Ich glaube, da war ich schon, ja. Da kann ja noch mal nachgucken, ne? Hm, ich liebe es so, Geheimnisse zu suchen. Ich weiß, das ist zwar totlangweilig für euch, aber das gut, so ein Geheimnis, das heißt schon wieder Macht Upgrade. Ich habe da wird die Sache so viel erleichtern, habe ich so ein Gefühl im Spiel. Gibt es eigentlich ein irgendwann, was man beachten musste bei normalen oder Doppellichtschwert? Ich meine, am als der Doppellichtschwert bekommen habe, ne, wurde irgendwie gesagt, das ist mehr für Massenkämpfe ausgerichtet, ne? Aber es hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da wieder irgendwas so Verstecktes, was einem nicht erzählt wird. Keine Ahnung, warte mal, da bin ich nicht hochgegangen. Kam diese Winde schon immer? Da habe ich die durch irgendwas freigeschaltet, habe ich irgendwann mal was eingeschaltet oder so, was die ganzen Winde hier aktiviert hat, oder was ist los? Das sieht doch cool aus. So, oh, ja, mal scheiß. Okay, hier fehlt kein Geheimnis, hier fehlt einfach nur eine Truhe. Alles klar, gut. Dann, da ist ein Geheimnis. Und da sind die Ruinen. Ja, hier erzählt wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Gebiet Eishöhlen. Ja, das ist wahrscheinlich das ganze Teil, ne? Na gut, das ist wahrscheinlich wieder das ganze Teil, eher was hier erkundet wird, ne? Ja, hier fängt das schon das Gebiet an. Da sind Katakomben. Okay, ich dachte, er war jetzt irgendwie. Wartet ihr irgendwie im Boss jetzt oder irgendwie so was? Bietet sich hier irgendwie so an, habe ich so ein Gefühl. Da ist sogar echt einer. Hey. So. Ach ja, dadurch habe ich, ja genau, ich kam aus dem Ruinen raus und dann habe ich die Dings hier aktiviert. So, weißt du was? Hier. Oh, da oben ist noch einer. Glaub mal bloß nicht, dass ich hier fair spiele, hallo? Weißt du, wie schwer ich hier seid? So. Komm her.
Nee. Ich komme ganz bestimmt nicht her, ey. Er kommt. Warum, die können mich doch erreichen eigentlich, ne? Ah! Ich muss auf. BD, ich brauche Hilfe. Dein Ding ist kaputt gemacht oder was war das jetzt? So ein Geräusch gehört irgendwie. Hilf mir bitte! Der Roboter ist das, der so redet, ne? So, jetzt kommt der Einsatz von diesen Machtdingern hier zum Einsatz hier. Ah, Dreck, ey. Kronk besiegt. Hi. Einfach da durchgedüst, ja. Oh, jetzt zielt er die ganze Zeit auf mich. Oder die. In die Fresse. Oh. Oh. Was da? So. Ja, war doch gut. Den habe ich jetzt auch nicht so durchgecheest wie sonst immer. Also, aber weiß nicht, irgendwie lohnt sich das nicht zu bekämpfen, habe ich so ein Gefühl. Ich nehme an, die gehen meine Erfahrungspunkte, aber ja, super. Ja, aber denkt, wie schwer die zu bekämpfen sind im Vergleich zu so 20 Sturmtruppler oder so. Dann ja, ne. Ja, weiß, vielleicht gibt es da eine Trophäe, wenn man irgendwie alle von ihnen erledigt oder so. Aber ich nehme an, die sind einfach nur so random generiert, ne? Ja, gehen wir mal in die Eishöhlen. Gibt es da bestimmt irgendwo einen Ort, wo ich noch nicht war. Oder den ich noch nicht erreichen konnte. So. Das ist jetzt auch viel einfacher. Hier durchzurennen. Ja, könnte man. Man könnte meinen, mit einem Doppelsprung wäre alles ein bisschen einfacher, aber nein. So. Wow. Ey. Hier gibt's da jetzt einfach nicht. Oh, da machen wir eben einen Sprung. Und hier hoch. Und der fette Typ da oben steht der Mann da. So, hier muss ich doch irgendwo einen Ort finden, wo ich vorher noch nicht hin kann. Ich habe so ein Gefühl, wir können noch nicht alles hier erkunden, weil da unten war irgendwie so was Rotes. Also irgendwo hier war was Rotes da. Für mich irgendwie ein Zeichen ist, dass irgendwo wir noch nicht komplett durch können, aber das ist eigentlich egal. Ich meine, selbst wenn wir schon irgendwie so Machtessenzen oder so bekommen würden, das wird doch schon ein Besuch hier wert sein. Ja, du hast so geschrien. Lass mich in Ruhe, du. Ich gehe noch mal alles hier ab. Nee, nichts dagegen ab, ne? Au.
Da war ich, glaube ich, noch nicht. Und hallo. Oh, hier schönes Finde. Und ganz ehrlich, selbst wenn all die Sachen, die ich mir jetzt hole, irgendwie mir das Spiel in Zukunft ein bisschen einfacher machen, ne? Das ist mir so von egal. Wir hatten schon genug Frust, also ich hatte schon genug Frust, also. Wenn er mich fragt, ich hätte gern einen entspannteren, späteren Teil von diesem Spiel. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich soll die Eishöhlen? Nee. Aber noch Eishöhlen. Eishöhlen ist sowieso erledigt, also gut, ja. Kann man mal machen, ne? So, da sehe ich doch schon was auf der Karte. Irgendwo muss ich so ein Ding ziehen. Ach, da war doch, wo wir gegen die zweite Schwester ja gekämpft haben letztens, ne? Zweite, ne? Die Tussa aus dem Intro. Die Ische aus dem Intro. Oh, ich weiß jetzt nicht. Ja, Baller. Was ist denn das? Da oben irgendwo. Ach so, da kann ich mich festhalten. Stimmt. Oder ich kann den ja machen. Stylisch. Ah, da, okay. Hatte ich hier noch nicht Griff? Wann habe ich den Griff noch mal bekommen? Hatte ich da nicht schon hier? So. Ja, weiter nehme ich an, ne? Das ganze Gebiet zählt ja auch noch hierzu. Irgendwo fehlt noch ein Geheimnis. So, da ist ein, da bist du ein Boss. Hallo? Der sieht mich gar nicht. Au. Lass mal ich aber den. Meine Macht wieder zurück. So, jetzt kann ich auch schön meine Machtfähigkeiten ja alle einsetzen. Schön. Die haben nie gesehen, dass ich hier war. Ah, oh Gott. Oh Gott. Ich nehme an, hier war nichts, ne? Ich muss mal kurz weg. So. War ich schon mal hier? Ach, von da bin ich hingekommen, ne? Wart 17%. So, hier fehlt aber noch irgendwo was. So, mach mal den ja. Gott, ich dachte, ich wäre da zu früh. Das da oben auch noch dazu? Nee, ne? Nee. Halt. Nee, das ist wieder woanders. Oh Gott.
Ich dachte, das sah ein bisschen näher aus. Nein. Alter, einfacher da jetzt alle sind, ey. Oh, ehrlich. Unproduktiv, humanoid. Wie viel Unterschied schon ein bisschen mehr Schaden machen kann, ne? Ja, du triffst mich von dadurch, ich dich aber nicht. Oh. Also, ne. So. Was sind da? Da war ich schon, ne? So, bis jetzt haben wir noch nicht so viel gefunden, finde ich. Vielleicht da unten, ne? Na, lass mich raten, da wartet bestimmt jetzt auch ein Boss, ne? Jetzt wartet die zweite Schwester so wieder in ihre T-Pose. Was, wir haben schon gegeneinander kämpfen, ja, und kämpfen wir halt noch mal. So. Dreck. Aber ich werde die Tür jetzt wieder aufmachen können, oder? Das stimmt ja, nach dem Kampf irgendwie am BD hier so eine Tür aktiviert, ne? Ah, jetzt muss von der anderen Seite irgendwie dahin kommen, oder was? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gut, da müssen wir jetzt mal ja ganz weg, habe ich so ein Gefühl. Gott, nicht dort auftreten, danke. So, dann müssen wir erstmal hier weg. Super, von wo? Eishöhlen. Wir müssen hier hin, glaube ich. Dann kommen wir da zum Venator-Frack. Wie komme ich wieder hin? Ich gucke mir den Weg ja immer an, aber den mir so zu merken, ey, ja. Dann muss ich hier. Ist der schon wieder da? Tschüss. Wäre nicht über Level, ne? Deswegen tue ich den jetzt nicht kaputt hauen, ne? Nur deswegen. Gott. So, ich habe das Geräusch noch gehört, ey. Sehr gut. Warte mal. Da bin ich voll falsch. Oh. So, da sind alles zu Ende. Warte mal, hier war ich doch richtig, oder? Das ist das Venator-Frack, genau. So, und jetzt. Ja, von hier bin ich nämlich ursprünglich gekommen, genau. Als ich zum ersten Mal hier war. Mal an. Ich habe gesehen, wie das. Ich habe nur gesehen, wie du was gemacht hast, ey. Kann ich überhaupt hier hoch? Ja, ne. Hallo?
Ach so, boah. Ich dachte, das wäre der Aufzug. So. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen mehr rausschneiden, weil ja ist schon so ein bisschen herum, mehr herumirren als finden. So. Ich hoffe, ich habe in dem Grab nichts mehr, was ich noch suchen muss, aber es scheint sehr abgeschlossen zu sein. Imperiale Grabungsstätte, das ist das, was ich. So, wie habe ich hier nur 17%? Kann da irgendwie nicht sein. Benato fragt, das ist doch ganz unten, ne? Ja, hier. Da ist noch eine Truhe. Stimmt, da ist so eine Stimpack-Truhe, die will ich haben. Was ist denn hier? Das Grüne. Habe ich doch schon mal benutzt. Kannst du mir helfen, BD? Hat irgendeinen Grund, dass ich das Ding bewege. Nee, ne? Gott. So. Sieht so aus, als müsste ich so einen riesigen Umweg gehen. Und da komme ich vielleicht einfach so hier hoch. Oh, ich konnte ihn hacken, habe ich gesehen. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay. Okay. So, jetzt sind wir ja schon wieder ein anderes Gebiet. Ja, tun immer hacken. Kann ich schaden, die alle jetzt hacken. Aber hier bin ich nirgendwo hochgegangen, glaube ich. Oder komme ich doch nirgendwo hin, oder? Komme ich hier hoch. Nö. Muss ich wahrscheinlich noch gar nicht hin, ne? Ich kann mal versuchen, gegen diese Viecher hier zu kämpfen, die hier unten rumlatschen. Oder ich kann versuchen, ja zu tauchen. Oh, nee. Viecher, die teilen aber aus, ey. So. Irgendwie sieht es aus, als müsste ich noch nicht hier hin, ne? Versuch mal gegen das fette Ding hier in der Mitte. Wo ist ja nicht ein Speicherpunkt in der Nähe? Ich will erstmal einen Speicherpunkt hier holen. Mit, wenn ich wer weiß wo wieder landen. Hier bin ich noch nicht reingegangen. Was ist denn los hier?
geben. Das gebe ich mir jetzt mal, jawohl, noch mehr maximal AP. Acht Truhen, boah, die sind wahrscheinlich alle unter Wasser, ne? Oder? Nee. Sieht nicht so aus. Wenn ich jetzt da ohne Licht durchgerannt wäre, ne? Hm. Ich dachte, da wäre so ein Slave One. So, ich gehe jetzt mal zum Speicherpunkt und dann gehen wir hier ein bisschen tauchen. Ich habe das Gefühl, hier werden sich hier wahrscheinlich alle Schätze finden, ne? Nein, nicht da lang. Warte mal, wie komme ich denn jetzt da hoch? Nee. Oh Gott, da wird Spaß hier alles zu suchen. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Wie komme ich denn da draußen zu dem einen? Okay, sieben Stimpacks. Unsere HP-Leiste ist massiv. Jetzt Eis holen, alles klar. Da will ich nicht hin. Gut, dann heißt erstmal hier ein bisschen dieses fette Viech erledigen. Ich weiß gar nicht, ob das ein neues Viech war oder nicht. Das sieht aus wie das Viech aus den Eis holen. Und dann müssen wir ein bisschen tauchen, habe ich Sorge für. Noch gar keins von denen erledigt, oder? Ja, Dreck, habe ich gesehen. Au. Nein. Keine fancy Cutscene. Nein, bleib hier. Das ist doch schon was. Ich sehe auch was. Okay, ich konnte den nicht scannen, also fand ich ein bisschen schade. Für Jord. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Gott, nächste Truhe. Alle Truhen sind hier unter Wasser, ne? Kann ich mich eigentlich unter Wasser heilen? Nö. Oh, das sieht doch edel aus. In Gold. Ich erwarte ja nur, dass irgendwann mal so ein blöder Fisch irgendwie so kommt und mich auf einmal wegfrisst hier. Super Mario hat 64, dieser riesige Aal, der aus den Wänden schießt. Wahrscheinlich genau die verkehrte Musik, aber so jetzt. So. Hi. Schon sagen, na, kann ich das Schiff irgendwie erkunden, scannen, obwohl oben an Land auch eins ist. So, sag mal, ja, kann man eigentlich irgendwie an den Farm erkennen, was da schon drin ist oder so. Elementar Natur. Mm-hmm.
So, diese eine Boss, den müssen wir auch noch erledigen, Mac. So, ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich jetzt schon war, aber dafür ist noch mehr irgendwo. Aber hier war ich doch noch nicht. Ja, unter Wasserlevel in Spielen, ne? Wer mag sie? Niemand. Unter Wasser spielen im Videospiel, unter Wasserlevel in Videospielen sind meine Lieblingslevel, sagte niemand ever dieser Welt. Neue Sender Elementarnatur. Gut. Ich hätte gerne das ganze Set, wenn es geht. Besten wäre ja, wenn ich ja irgendwo eine Abkürzung irgendwie so für irgendwas finde. Besten zu diesem Bosskampf da. Das wäre echt Knorke. Uah. Nein, nicht da reinglitschen. Nicht schon wieder. Ich müsste halt ja irgendwann in einen Part so drangehängt haben, wo ich da einmal durch die Level gefallen bin. Hoffentlich. So, wie viele Thronen habe ich jetzt gefunden unter Wasser? 3. Ich kann mich jetzt auch nicht verlassen, dass das alle sind. Also, oh, da ist aber noch eine. Einige sind wahrscheinlich irgendwie an Gebieten, wo ich noch nicht hin kann. Dieses eine Gebiet, wo ich da hochklettern konnte. Ja, wo ich beziehungsweise nicht hochklettern konnte. Ja, vielleicht schalte ich das ja frei, wenn ich irgendwie diesen Boss erledige. Der war ja vor so einer Tür oder so. So, 7 von 8. Oh nee, das ist wieder ein anderes Gebiet. Dreck. So, warte mal. Na, hab ich irgendwo was verpasst? So. Die Karte ist hier irgendwo eine Schnur. Na da, boah. Ha, ich kann jetzt so hoch springen. So. Warte mal, kann ich hier zecken? So, wo war das jetzt? Hier. Warte mal, da kann ich doch. Da bin ich doch schon mal hochgeklettert irgendwann. Oder? Warte mal. Okay, ich dachte, da steht schon wieder jemand. Neben dem Viech. Gott, von Geräusch. Da ist überhaupt was zum Scannen. Natürlich, ich war ja die ganze Zeit hier, deswegen habe ich noch die Zeit, mich hier umzuschauen. So, da. So, irgendwann bin ich noch mal da hochgeklettert. Komm her. Na, warte mal, ich habe jetzt Doppelsprung. Ah, da kann ich früher noch nicht hoch, glaube ich. Und da kann ich gar nicht hin. So, jetzt komme ich wahrscheinlich zu diesen. Ah, okay, und da. Da komme ich wahrscheinlich zu dieser goldenen Truhe, ne? Okay. Oh Gott. Ich dachte, da kann man hin. Boah. Hey, ich bin da irgendwo gelandet. Gott. Da machen wir noch nicht mal Schaden. Was? Ich hätte da Machtschub einsetzen müssen. Gott. Hast du das Gefühl, hier muss ich erstmal Story. Aua. Hier muss ich storymäßig irgendwann hin und ich gehe ja schon viel zu früh hin. Habe ich. Oh nein. Okay, hier ist schon wieder ein anderes Gebiet. Das heißt, irgendwo habe ich eine Truhe da verpasst in diesem einen Gebiet. Bestimmt unter Wasser.
Dreck. Du bist am Scannen. Sternjäger. Der hier. Du hast den jetzt gerade. Ne, den hast du. Alter, wir sind schon an drei von denen vorbeigelaufen, ne? Ja, dann finde ich ein bisschen doof. Du musst ja ganz spezifische Dinger von denen, ne? Hinten, ne? So, ist hier oben noch irgendwas. Also, Gefühl, ich sollte noch gar nicht hier sein, aber soll's. Dann sollen die das Gebiet noch nicht aufmachen für mich. So einfach geht das. Ich glaube, die gleiche Geschichte wie mit diesen einen Dingen hier. Wo ich mich eine halbe Stunde lang rumgeeiert habe. Wo ich dachte, ich könnte da schon nehmen. Na, was suche ich hier überhaupt? So. Vier Thronen, einen von drei Geheimnisse. Du musst das einfach, ich bin hochoptionales Gebiet hier aus, aber das BD? Zu mir, BD. Elementar Natur 2. Unter Wasser ist nichts, ne? Warte mal da. Oh, okay. Cool. Da, Fähigkeitspunkt. Ich soll vielleicht mal gucken. Was brauche ich denn hier? Ne? Irgendwas mit einem Ding? Nee, ne? Irgendwo gab es doch hier da. Maximal macht das, nehmen wir als nächstes. So, kann ich hier noch irgendwie was auf dem Schnelldurchlauf? Ich gehe jetzt noch mal hier kurz tauchen und gucken, dann können wir ein Part beenden. Dann werden wir wahrscheinlich weiter hier erkunden im nächsten Part. Sephiroth ist einfach viel zu groß, ey. Hey, wir sind nie fertig hier mit dem Planeten. Wir gehen einfach immer weiter. Gut, ich sehe jetzt hier nichts. Also, ja, ich meine, ich habe hier alles sehr gefunden. Also mal hier so, da geht gar nicht durch, also. Oh, dann erkunden wir mal das restliche Gebiet hier beim nächsten Mal, ne? Sieht, wie gesagt, hoch optional aus, aber was soll's. Wir gehen trotzdem jetzt hier durch. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst wieder ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.